Vogel kommt. War geflogen. Oh Gott. Lol, das Pferd hat es überlebt. Ja, das überlebt einen artillerischen Schuss. Wir konzentrieren uns auf jetzt auf die feindliche Arti erstmal, ne? Genau, bis was anderes eingegeben wird. Wenn du natürlich irgendwo siehst, dass eine Infanterielinie so steht, dass du jetzt 6 Mann oder so gemütlich wegballern kannst. Der Schuss war ganz gut. Warum nochmal resetten? Wurde schon oft genug reset. Ah, sind ein paar nicht gespawnt. Ach, Bullshit. Bei Mann. Na, ich kann sowieso nichts erzählen. Der im Zentrum steht die feindliche Artillerie. Die ganze Mannschaft, ihr schießt zu niedrig. Der Schuss jetzt gerade eben war zu niedrig. Winkler. Okay. Ist eigentlich gerade fast, oder ist alles von den beiden rechts? Ja, Kugel ist unterwegs. Da ist feindliche Kavallerie links. Oh. Infanterie auf die linke Seite. Links marschiert auf Marsch. Als nächstes eine Kartesche. Bitte. Hattest du ein iPad mitgenommen? Das ist meins. So Leute, die kommen. Legt an, freies Feuer. In die Antikapstellung. Stopper. Kapfen, Kapfen, Kapfen. Alle in die Antikapstellung, komm. Und Charge. Schützt die Arti. Und ich bin down. Na toll, weil ich... Ah. Nee, ich war abgelenkt, deswegen war ich zu langsam. Ich würde gerne auch da rein. Wir haben zwei Artillerie. Hinter dir, von da hinter dir. Geh zur Seite und spring dann von der Seite rein. Hier ein Schwert. Gott, wo ist meine Axt? Hä? Unsere Kraft kommt. Ah, hier. Jemand muss den... Ah, gut, Balinadin. Danke, Karten. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Hast du die Kartusche noch? Hat er nicht mehr. Ja. Gut, mach, mach, mach. Oh. Ja, leicht und viele Feind links. Viele Feind-Kavalleristen leben denn noch? Danach nochmal Kartätsche. Ja, wie viele Feind-Kavalleristen leben denn noch? Ich sehe einen. Obwohl, nee, danach Kugel. Zwei Feind-Kavalleristen noch. Machen die jetzt wirklich? Schießen die auf uns? Die schießen auf uns. Ein leichter. Ja. Bei mir ist der Hügel kaputt. Ich mach das selbst, kümmere dich um ihn. User joined your channel. Hallo. Kartätsche? Guten Abend. Nee, weiter Kugel. Guten Abend. Dürfen die Leute den Stacks botten? Natürlich. Okay. Kugel kommt. Karas, geh da mal weg. Und du, und Stopper, du auch. Oh! Ah! Ja. Ich hab's noch gesagt, weißt du? Ja, weil du gesagt hast, da weg, dachte ich halt wirklich auf meine Position. Nimm die andere Kanone, dann bin ich voll reingelaufen. Immer am besten die andere Kanone. Die spielt Arti, so wie ich höre. Kommt eine Kugel, ich glaube, die ist genau auf mich. Die haben aber noch Jäger. Evo, da ist eine Kartette drin, ne? Kann ich schießen, als Sepper? Ne, ich meinte die jetzt bei mir, so als... Vorwarnung, ouch. Da ist eine Kugel drin. Ich weiß. Die feindlichen Jäger haben sich jetzt mit der Leichten zusammengeschlossen auf eurer linken Flanke mit der Linie da. Der hat hier Arti mit Arti Guard oder was? Ja. Ah, okay. Balin alleine? Balin alleine. Bei welchen Preußen seid ihr gerade? Ach, bei UK, Balin. Okay. Hey, als was soll ich denn reingehen? Ja. Du kannst als Arti-Offizier reingehen, wenn du willst.
drauf, vor das Fernglas. Okay. Oder Infanterieoffizier, hast du eine Pistole, hm? Boah, kannst das aber Fernglas nicht. Schütz gehen. Ich fliege nämlich lieber Arti. Ich bin kein Standard-Artillerist, ich benötige kein Fernglas. Weil du sowieso nicht triffst, du halt. Cool, und so Jäger chargen die Arti. Ja, ich hab das Gefühl, dass die Erdfälle hier sinnlos sind. Ihr werdet beschossen von links? Achso, bist du schon, okay. Liegen hier irgendwo Musketen rum? Wow, das 1-Rein IR ergibt sich. Und die haben einen vom Second Test eingekreist. Erd? Oh Gott. Könntet ihr ja mal schreiben, dass da Feinde kommen, falls ihr das nicht wissen. Ich glaube, die sind gerade beschäftigt. Gleich beschäftigt, ne? Gangbang. Eindeutig könnten wir einnehmen, Barley. Oh oh. Bloß noch Barley am Leben. Ja. Also von der Artillerie zumindest. Nicht davor laufen. Knapp. Wir haben die sehr schön hingestellt. Mein Arti scheint ausgerottet zu sein. Panda, ich komme! Achtung, die Jäger kommen! Und nehmen mir ein Ausfeld. Von rechts kommen die Jäger! Unsere Kavallerie! Das war FIC, oder? Haben die Jäger nicht geschossen, während die von der Kav gecharged wurden? Ich glaube, Jäger dürfen das doch beim 1 rein. Nein. Nicht? Die haben doch die Pferde nicht mehr kommen sehen. Die Kehlen waren aufgeschlitzt, da wussten sie nicht, dass sie aufgeschlitzt wurden. Ja, ich schieße gerade nur mit Kartätschen. Ja, ich mache Kills damit. Und? Ich habe auch gerade eben zwei auf, keine Ahnung, wie viel Meter gemacht. Kartätschen ist so die effektive Reichweite 50 Meter eigentlich. Doch nicht erlaubt. Eigentlich habe ich das Gefühl, sind Kavallerie-Einheiten voll im Nachteil. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich meine aber Infanterie, die stationär ist. Da kommt drauf an, wie gut die Kaffe ist. Wenn sie gut ist, machen sie trotzdem. Ja, und welche Klasse sie spielen. Ja. Nee, ich bin gestorben. Hä? Warum das? Weil er in der Artilleriestellung sein musste. Ja gut, du musst, wenn du nicht relativ nah sein. Bist du auch nicht mehr in der Stellung, das stimmt schon. Ja. Achso, im Umkreis von der Arti muss man dann aber keine Linie bilden. Das mal cool sein können. Und hätte es mal mit ihm chargen können. Dann wäre er vielleicht nicht geslayt worden. Wie ist der Umkreis der Arti eigentlich definiert für die Garde? Von was für einem Umkreis sprechen wir? Kannst du ganz genau sagen. 500 Meilen. Ganz genau sagt man es nicht, aber... Nach Admin ermessen, also. Pi mal D. Genau. Das ist ein sehr cooler Weg, Pi mal Daumen zu sagen. Was soll Pi mal Daumen so heißen? Ah. Selbe Position. Oh Gott, war ja eigentlich ganz gut. Hilfe. Durcheinander. Gut, jetzt. Was? Nummer 9 setzt sich euch gerade ziemlich in den Weg. Na egal. Nein, ich kam dran vorbei. So, wo baut sich denn die Feindartie auf? Rechts von dir. Weiter. Nein, das ist zu weit rechts. Abladen? Durch den Problem mit euch. Ja. Nee, schon da unten rechts im Kram haben sich beim letzten Mal aufgebaut, also aber kommt jetzt halt eben drauf an, muss ich jetzt... Abladen? Ja, abladen. Immer direkt abladen, so schnell abladen wie möglich. Wenn die Atem nicht steht, muss abgeladen sein. Hey, ich kann nicht F drücken, warte. Ich mach schon. Die gehen nach links hoch, ach so. Wahrscheinlich auf einen von den Hügeln. Direkt Kugel rein, direkt nachladen. Direkt die Feuerbereitschaft herstellen. Linke Kanone Feuerbereit.
Was? So, wo sind die denn? Abwarten, wir haben noch nichts gesehen. Wir sind noch auf dem Weg. Also Paras, darf ich dann den Erdball platzieren? Passt alles, was ich sehe, bewegt sich nach links. Drei Linien und Arti. Bewegen sich nach vorne, hier auf den Hügel, genau vor uns hier, glaube ich. Okay. Abwarten. Das ist ein gutes Stück Strecke. Ja, die sind auch immer Paras, unterwegs. Richte deine Kanone mal nach links aus. Winkler, du auch einen leichten Schritt. Nee, Karas, nimm mal das Fernglas, du bist genau drauf. Nimm mal das Fernglas. Nur halt eben gerade auf dem Hügel, wo du jetzt sagen würdest, was der logische Platz für eine Artillerie. Ja, ich sehe sie. Ja, siehst du sie, wo sie hinlaufen? Ja, die Kaff sehe ich auch, aber ich sehe nicht die Artillerie. Die Artillerie kann man auch nicht sehen, die sind hinten hinter der... Da oben ist irgendwas. Doch, die Artillerie hat man gesehen, die laufen nach dort oben auf den Hügel, wo gerade einer geschossen hat. Da sind sie hingeritten. Da oben ist doch schon der Sepper und ist am Buddeln. Dann rennt die Leichte rum. Pio, bitte mal kurz aufpassen. Da, da kommt die Artillerie auf dem Hügel. Der Schuss gerade war zu hoch. Ein Kampf links. Gut von Winkler, Karas, deiner war zu hoch. Okay. Der eine Artillerie befindet sich hinter diesem Baum, die andere ist links davon. Ja. Welcher Baum? Der rote Baum. Deine ist genau durch den Baum durch. Siehst du die? Da ist so ein Loch oben in der Baumkrone. Genau da sind die. Ja, wunderbar. Schöner Treffer. War aber... War der Zepper? Schön! Möglich, möglich. Ja, das doch. War der Zepper, ich hab grad geguckt. Schönes Ding, fand ich das Zepper. Stückchen weiter links. Höhe perfekt, Stückchen weiter nach links. Selber mal gucken, wo sind die? Ein Kaff müsste links hinter dem Hügel sein. Ach, direkt hinter dem Kommt Baum. Kommt gut. War leider kein getroffen, aber war gut von der Richtung her. Eine Kanone dreht sich, Vorsicht. Kugel hat kommt, geschossen, Kugel kommt, ja genau. Zweite kommt nochmal links. Ja. Linie ist in der Mitte. Links hat noch keinen Erdball, links wird abgeschießen. Ich glaube links... Rechts ist Feindkampf. Ich glaube die können nur auf unsere linke Kanone einsehen. Feindlinie geht fast deswegen direkt auf unsere Arti zu. Bisschen zu weit links der Schuss von Winkler. Maschke, komm mal da. Wieder zu weit rechts, noch weiter nach links. Mal da die Linie. Die Kaff kommen direkt kommen nach links, von rechts, ne? Ja. Rechts, ja. Die Kaff ist gleich da, Leute. Ja, ich hab schon geschrieben. Da ist auch noch eine Feindlinie. So, die Kaffstellung. Oh Leute, alle drin? Entweder ja, ist mein Spiel gecrashed. Nein, Bali noch nicht. Nein, ich bin wieder drauf. Bali von der Seite. Mein Spiel ist gecrashed. Ah, scheiße. Unsere Kraft kommt. Durchhalten. Mein Spiel ist gecrashed. Ganz schön viele Kavalleristen. Ja, ja, war das jetzt nicht, ne? Stopfer. Angst ist das Spiel gecrashed. Studios, bleib an der Dings an. Na, an die Kavalleristen. Nicht zu nah an die Weiten ran, wenn ein Kavallerist da dran ist. Ich hab den Pömpel, alles gut. Julius macht das solo. Sind das Infanteristen auf den Pferden? Ja. Wow. Was, die können Pferde reiten? Fantastisch. Wenn ihr raus könnt, müsst ihr direkt raus und auf eine Linie ziehen. Die steht von der Artillerie gesehen rechts im Tal. Von uns aus gesehen. Hier sind immer noch genug Kavalleristen. Vor allem der eine hier rechts. Ja. Auf rechts. Ja, vor allem der die ganze Zeit hier um die Kaffstellung reitet, der ist abgelenkt. Julius macht gerade einen nach dem anderen fertig. Ja, ich hätte ja geholfen, aber ich wurde geteamkillt. Nach rechts. Guck mal nach rechts. Ja. Die marschieren gerade ab. Ich hätte ja auch geholfen. Tiefer ziehen, denk dran, dass meine Kanone ein bisschen schief steht. Ja. Kartösche. Ich hab leider keinen Pömpler, wir brauchen für die rechte Kanone. Nimm dir das Schwert, Winkler, rechts ist ein großes Schwert. Brauchen nur einen Pömpel für die rechte Kanone. Ja, hat warte, gerade Schütze. Warte, ich hab Vorsicht, Kavallerist! Hier ist ein Pömpel. Achtung, noch ein Kavallerist. Hier ist ein Pömpel. Noch einer von hinten, ja, Achtung. Ja, zu spät, die sind schon da. Oh ja, die sind schon da. Die Infanteristen sind schon da. Müssten die nicht absitzen, wenn sie noch zu zweit sind? Oh, nee, sind noch im Charge. Sind noch im Charge.
Der, ich wäre ja lieber durch eine... Schade. Ich guck gleich mal, wenn ich wahrscheinlich bin, dann halte ich Ausschau. Weil da müssen wir uns leicht anders aufstellen. Müsste dann ist sowieso immer nach Map Change geschrieben, glaube ich. Nach der Runde hier. Nach der Runde. After next round. Ach, ja. Also die Arti ist in die gleiche Richtung nochmal unterwegs. Da sie aber ziemlich lang unterwegs sind, weiß ich nicht, ob sie sich hier oben wieder aufstellen. Geht doch weg, ihr. Dann stelle ich mich ein bisschen schräger diesmal auf. So sollt gehen, oder? Dann kann auch die zweite Kanone hier halbwegs Platz finden. Wir richten uns diesmal mehr nach links. Ja, schaut mal, dass ihr euch beide gut hinstellen könnt. Mir schafft das. Sorry. Wir schaffen wollt das nur aus. Gucken. Also ziemlich viel geht auf die linke Flanke. Der Sepper läuft auch wieder in die gleiche Richtung. Ja, ich sehe auch die Artillerie unten im Tal. Ja. Yep, ich glaube, die laufen nochmal in die gleiche Richtung. Lass dich mal gerade ran. Kann man die Artillerie eigentlich wieder bewegen, wenn man das Pferd behält, oder ist das jetzt wie immer? Man da, kann die wieder kann bewegen. Man wieder aufpoppen und wieder wegbringen und so. So, passt richtig. Nur ein klein bisschen zu niedrig, deswegen ist er aufgeschlagen und drüber gesprungen. Hä? Panda? Seht ihr die schon? Was ist denn ja, man Panda? Kann sie da hinten sehen. Achso, warte mal. Du musst dich direkt vor die Artillerie stellen, also du musst dich... ...im Endeffekt hierher stellen und dann hier den Hinterbau. Nee, noch nicht schießen, da oben ist doch noch gar nichts, Leute. Kannst von der Seite auch laden, ne? Doch, da oben sind ein paar Leute, die die ganze Zeit über die Kuppe gucken, Maschke. So, wie gesagt, ich brauche kein Fernglas. Die kleinen, der da oben ist. Ja, immer gerne. Ich hab sie schon gesehen. Bitte ja, benutzen und... Gesehen, aber und wenn du es benutzt hast, dann bitte in die Mitte zwischen den Kanonen legen. Unsere Infanterie erobert einfach den Hügel. Die leichte geht über rechts. Die Jäger kommen auch mit nach links. Die rechte und die ist geladen. Die Kaffee ist, glaube ich, auch hier nach links mit hinter die Hügel gekommen. Der Erdwall, ja. Mein Schuss nicht. Wenn die Stellung da halten können, sollten wir uns vielleicht überlegen, uns umzupositionieren. Also ich sehe die gegnerische Art überhaupt nicht. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen überrumpelt davon. Ich weiß, dass sie hier hinter diesem großen Hügel wieder sind, aber... Gottes Willen ist die 1-2 schon weit vorne. Ich habe auch schon gesehen, aber ich sehe die Art nicht. Die Kaff geht nach rechts. Ja, unsere geht nach links. Na, die Feindkaff geht nach rechts. Könnte sein, dass sie nochmal herkommen. Oh, wahrscheinlich. Das zweite heißt. Warum haben wir im Gegner Spawn Infanterie? Bitte was? Warum haben wir im Gegner Spawn Infanterie? Da hinten gammeln Schatten von der 1 rein rum. Weil darüber gelaufen sind. Ja, aber die Linie läuft auf links. Ja, lass doch. Ja. Wo ist denn die Kraft? Ich hab's ein bisschen aus dem Auge verloren. Jetzt da vorne rechts hinterm Hügel. Panda, bist du fertig mit den Hügeln? Doch, weil kannst ja das letzte Teil hier... Achso, ist schon. Ich hab einfach keine Ziele. Ich würde mal gerne mein Fernglas zurückbekommen. Gibt's nahezu nicht zu zielen. Guck auch schon links alles ab, aber links ist zum Beispiel gar nichts zu sehen. Na, es war nix. Also ich sehe nicht die feindliche Art. Die Feindartillerie hat sich hinterm Hügel aufgebaut, ich hab sie gerade schießen hören. Die stehen hinterm Hügel. Wollen sie wahrscheinlich kaputt geschossen werden. Rechts das geht. Nee. Die Grenzer sind da rechts. Das welche Kraft kommt da von rechts? Und mittig läuft Gegnerkraft. Panda bettelt danach hier zu werden. Ah, die welche Kraft nähert sich von rechts? Rechts ist das Ding. Das da vorne ist doch unsere Kraft oder ist doch im Kampf. Nein, das sind Nein, Feinkraft. Okay. Das da vorne ist Feinkraft und Feindlinie. Ja, das war nichts. Schade. Ah, ein bisschen zu kurz der Schuss. Ich kann die Infanterie nur halb sehen wegen diesen Bäumen. Ja. Barlin, was läuft denn da auf dem Hügel? Na, die falsche Artillerie ist hinter dem Hügel, die will von uns nicht abgeschossen werden. Und das erste Reit steht immer noch auf dem Berg oben drauf und lässt da drüber. Das sieht ganz schön nach Locken aus, was die da in der Mitte treiben, als würden die unseren Blick auf sich locken. Von irgendwas ablenken wollen, ich sehe aber nicht. Das macht die Second Hand nicht. Ah.
Die opfern sich doch nicht für sowas. Nein, nein, sorry. Die da in der Mitte laufen. Die blauen. Ja, das ist die Second Test. Naja, die laufen da die ganze Zeit in so einer Schlängellinie. Das ist wie Ablenkmanöver, aber ich sehe nicht, wovon sie ablenken sollen. Wenn dann von der Kaff. Ja, aber die habe ich zum Beispiel jetzt auch länger nicht mehr gesehen. Könnte sein, dass die von links kommen, sich über die Hügel anschleichen. Haben wir da nicht noch eine Linie stehen? Ja, aber... Gibt groß nichts zu schießen gerade. Die Kaff rennt aber auch die ganze Zeit durch die Mitte. Ah, die Kaff läuft, reitet jetzt nach rechts. Siehst du die Kaff? Da kommen sie. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob wir die Artillerie nach links verlagern. Da läuft gerade aber ein Pferd, da läuft aber gerade ein Pferd. Ah, zu kurz. Ne, tut's nicht, ich bin gleich da. Oh, nach links oben auf den Hügel drauf, ja. Das wäre theoretisch nicht dumm. Stellungswechsel? Stellungswechsel. Ja. Toll. Also Panda, pack den Sand wieder in die Tüten und mitnehmen. Unsere Kaff ist auch vom Second Test? Nee. Wartet mit dem Stellungswechsel. Die Infanterie verlässt den Hügel. Oh, die Kaff rückt an. Wir wechseln nicht die Stellung. Ja, rechts ist Kaff und zwei Linien, die sich zu uns kommen. Bleib mit deinem Winkler, Stemmos fährt hinter mich. Kann man durch Kanonen durchschießen? Ja. Mit anderen Kanonen. Zeig mal ab, Winkler. Oh. Rechts ist Kaff von rechts ist Kaff, Grenzer und Blauhosen. Die sind irgendwo hinter dem Hügel, sind die alle. Also zielt mal nach rechts. Größtenteils nach rechts ziehen. In der Mitte und so gibt's eh nichts. Ja, ist genau der Baum im Weg. Wichtiges. Ich sehe die Blauhosen und die Grenzer jetzt leider nicht mehr. Hat da jetzt jemand gesagt Kartätsche? Nein. Ja. Aber nee, doch nicht, nee, vergiss es. Ich hatte es gerade eben gesagt, aber... Unsere Kaff jagt die Gegner, unsere Kaff. Ja, die beiden Linien sind das, was ich halt... Ah, da kommen die Grenzer. Was soll das da? Da oben, wo der Rauch kommt. Seht ihr das, wo der Rauch kommt? Nee. Ah, es ist genau unter dem Baum. Geh mal kurz. Warte, ich sehe es. Aus dem Weg. Ah, ja. Weiter rechts. Okay. Die spawnt das, nach einer Zeit. Was? Winkler, warte, Winkler, Kugeln das so. Ja, warte. Aber das dauert. Die stehen wunderbar weiter rechts. Haufen. Weiter rechts. Stopp. Schieß mal. Ich glaube, du hättest weiter links schießen müssen. Platz machen? Aber nee, der war dann ganz gut. Nachladen. Ja, hätte aber Platz. Eher... Ich hätte nicht Achtung! Lassen. Bäumchen! Badeschütze! Bäumchen ab zur Seite! Bäumchen zur Seite! Nachladen. Schön. Laufen jetzt nach rechts. Ja. Hinter uns läuft... Was ist die Artillerie? Ja. Hinter uns läuft die Artillerie. Mist. Die haben ihre Kanonen verloren. Oder verlegt. Kann jemand den 1-Reihen-Typen da mal bitte wegtreten? Schieß! Das ist Take. Wer sich im Weg setzt, hat Pech gehabt. Richtig. Baden. Na, jetzt nicht mal ein Kill, das ist blöd. Danach eine Kartesche, bitte. Ja. Ne, okay. Falls wir noch dazu kommen. Die sitzen hier hinter den Bäumen, noch. Sind die irgendwo. Ja, direkt hier hinter den Bäumen. Unten, die kommen. Sind nicht mehr weit weg, könnte schon fast der letzte Schuss sein. Herr Studius, wieso machst du das kaputt? Damit die Artillerie da hinschießen kann. Achso, okay. Kartetschen. Ja. Wo sind denn die Blauhosen? Die sind unten und werden von der gegnerischen Kavallerie angegriffen. Winkler zielt okay, verbraucht. Hab ich. Von rechts kommt Achtung, sie schießen. Artillerie. Winkler zielt... Das wird nicht. Zieh nach rechts, Paulin. Nach rechts auf die Dings, auf die Grenze. Hä? Denkt dran, hinter euch kommt noch ein Arti. Oh Gott. Ja, da wollte ich gerade weg, aber... Fuck, Feldlock. Achtung hinter dir, Panda. Versuch den Offizier zu töten. Kacke.
hinter dir. Das ist hinten auf dem Hügel und Brief hat sich ein Schussduell mit den Jägern. Jetzt kacke, dass der Offizier überlebt hat, sonst hätten sie gar keine Artillerie mehr gehabt. Aber ein Teamkill hat er noch gemacht. Genug. Das war gut abgesprochen vom Gegner. So, wie genau richten wir uns jetzt aus? Winkler reiten wir ein Stück weiter. Da wo ich stehe. Ich positioniere mich gerade so, dass man beide sehen kann. Ne? In die Richtung, wo ich gucke. Und dann links und rechts neben mir. Hast du es, Winkler? Weil dann. Warte, noch nicht ab. Das ist zu weit rechts. Gucken, wie sieht man von hier aus? So, Winkler ja, oder? Ja, passt. Oh. Ja, also Richtung, richtig Deckung hat die Infanterie hier nicht, aber wir können ja laufen. Ja, es geht, Winkler, aber du kannst glaube ich nur auf die linke Art schießen, die andere siehst du kaum. Wo steht die denn? Man sieht hier insgesamt nicht viel. Ja, in diese Richtung stehen sie auf dem Hügel hinten. Das ist genau der Baum davor, oder wie? Warte, ja, deswegen sagte ich ja neben mir, wo ich vorhin da oben stand. Na gut, komm, es kommt eine Kugel. Links. Oh, das war Kar. Die war auch einmal weg, konnte ich sie nicht mehr sehen, und dann war sie da. Das war blöd. Na gut, GG. Nein, ich sehe sowieso nichts. Ach, bitte niedrig. War noch deutlich höher. Kugel kommt, aber ich sehe nicht wohin. Mitte, Vorsicht, Mitte, Sepper. Ey. Irgendwo nach hinten. Ey. Wer tritt denn da? Mein blöder Oberst tritt und schlägt mich. Auf rechts Schlag zurück. Findet ganz schön Krieg statt. Das Kaff. Was für eine ist nur die Frage. Rechts ist Freund und Feind Kaff. Das ist ziemliches Durcheinander. Weiter auf die Arti schießen. Sehr hoch ziehen. Der ist ein Hügel zu früh eingeschlagen. Die Kugeln gehen glaube ich nicht mehr auf uns, die von der Feind Arti. Einzige, was Panda kümmert. Bitte sag mir, ja, ich hoffe, ich habe eine Kugel geladen. Ja, ich habe so lange Kugel, bis der Befehl Kartätsche kommt. Ja, ich hoffe, ich achte, habe mich gerade nicht darauf geachtet, was ich geladen habe. Die spawnt hier die Munition, wenn man die auf den Boden legt. Machen wir Flugabwehr. Also nach einer längeren Zeit. Meine liegt hier schon seit mehreren Minuten. Äh,
Ja, Feindlinie über links. Die ist gerade da den Abhang runtergegangen auf der anderen Seite. Maschke, komm, dann schieß auch. Ja, sag doch was. Ja, hab ich doch gerade. Ja, super. Ja, schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Sowieso kein Kill. Hat jemand eigentlich mitbekommen, ob unsere Leute rechts den Kampf da im Wald gewonnen haben? Nein. Ich hab's nämlich auch nicht mitbekommen. Feindliche Kavallerie ist weg, die ist nur noch zu Fuß unterwegs, die sind nicht mehr berettet. Da reitet gerade was zur Arti? Ja, ja, bitte. Verbündete Kaff. Verbündete Kaff, okay, Feuer auf die Arti einstellen. Alles kaputt machen oder wie? Achso, warte mal, war jetzt... Ah, egal, ich hab eine Kugel geladen. Neue Ziele. Sind bloß noch 15 Gegner am Leben. Ich weiß nicht, ob die alle bei der Arti sind. Ich glaube eigentlich... Nee, ich habe gesehen, eine Linie ist links, da wo der, wo das Wasser ist. Da hinten ist sie runtergegangen, links eine kleine die Linie. Jäger, ganz links sind die Jäger. Schieb mal die Kanonen nach vorne und dann drehen wir nach ganz links, Maschke. Genau, die meine ich. Ganz links, wo? Weiter links. Ganz links, wenn ich ganz links sage, sind sie auch ganz links, hinter den Bäumchen versteckt. Fast am Maprand, komm jetzt runter. Genau in die Richtung, die du zielst. Sollen wir die hintere Kanone mal verschießen, Kartätsche laden? Schieß. War, die ist vor denen hochgesprungen. Okay. Winkler, ich glaube, du musst tiefer ziehen. Ja, ich kann die sowieso nicht sehen. Ich wollte fragen, ob wir die hintere verschießen sollen, um Kartätsche zu laden. Die gehen jetzt rechts rum, du solltest gleich so schießen können. Meins links. Ah ja, genau, nee. Links. Warte mal, rechts von uns habe ich gerade was gesehen. Da kommt noch ein, Mist. Ein Kavallerist an von rechts. Fuß. Achtung, sie schießen. Wo sind die Jäger jetzt schon wieder hin? Hinter dem Hügel. Direkt hinter uns. Versteckt oder was? Ja. Auf, Charge. Die berühmten letzten Worte. Ah, wir chargen alle, okay. Ja gut, war ja wohl nichts so mit dem Charge. Haben wir gut gecharged, würde ich mal meinen? Ja, keine Verluste. Ja, Studios hast du alle mit dem Ladestockblatt gemacht. Die Karte ist echt kacke. Irgendwie eine bessere Position gesehen, wo wir uns hinstellen könnten. Au. Ja. Wir könnten